Oh, das hat sogar voll viel Schaden gemacht. Ein AP hatte noch. Ist das mit Absicht so gemacht worden? Oh, er verbrennt. Ich brenne auch. Was geht denn jetzt ab? Was war das denn gerade? Oh, der arme Chefkoch. Guck mal, der war gerade wieder da, ne? Voll irgendwie total gemein. Und dann ist er gestorben. Verbrannt. I banish thee from space and time. Oha. Alter, Kasper übertreibt aber richtig. Autsch. We did it, dude. That was awesome. Das muss wehgetan haben. Your noble quest is at an end. And for all your deeds and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations. Ja, wir sind König. König Saftsack. Oh yeah, ich sehe aus wie Caesar. Ich wusste, dass noch was kommt, Leute. So, it really is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has to stick a truth. How does this guy know you, King Douchebag? King Douchebag? Is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? Warum heiße ich Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. Okay. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until 4 years ago, when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No! His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was 5 years old, he had 3.2 billion Oha. Friends on Facebook alone. That's it, guy. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Also Macht ist das ja nicht unbedingt, ne? Nur Fame halt. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Ja, ein Stock ist das. But then, I wouldn't have to do what I was told. Ja, übertreibt doch hier, oder? So. I could. Oh, jetzt tritt er am Rad. I control the universe. Get back, back! I say, all of you. Oh. I can do anything, anything I want. I no longer need you, new kid. Oh, I control the universe. Warum zieht ihr sich denn nackt aus? Wollte doch keiner sehen. Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself forever. I can offer you all! Just get me safely out of here! You can rule with this once again! Muss ich mich jetzt entscheiden? You underestimated the character of the Fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. Dude, where are you going? Hey, Kenny? Oh. Oh nein. Princess Kenny. At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But what
Princess Kenny? Warum denn jetzt Kenny? Wer ist denn das? Morgan Freeman. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. Yeah. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. Kind? And that's why she waited and plotted all this time to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the Stick of Truth. Okay. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Kinder haben echt viel Fantasie, glaube ich. Aber wir waren damals auch so, ne? So ein bisschen heftig dargestellt, sag ich jetzt einfach mal. Oh, cool. Jetzt rennt die auch noch der weg. Verbrügelte Kleider habe ich geschafft. Was habe ich jetzt für eine Waffe? Hey, die hat hier aber noch nicht mein ganzes Leben in der Hand, oder? Verrat von hinten, neue Quest. Eigentlich würde ich ja jetzt beenden, aber da wir jetzt schon sehr nah am Ende sind, würde ich mal sagen, mache ich das einfach noch, ziehe ich das noch durch. Ich habe noch Speicher, ich habe noch Frames. Der Verkäufer kommt mir gerade recht. Genau. Ich kaufe jetzt erstmal $128. Ich kaufe erstmal Machttränke. Oh. Hä? Doch. Sehr schön. Warum scrollt das immer wieder nach oben? Das ist scheiße. Ich brauche erstmal Machttränke. Ganz viele. Die sind auf jeden Fall sehr wichtig. Ach, weil ich jetzt befördert worden bin. Guck mal, wir sind jetzt letztes Level, Leute. Haben wir jetzt so eine glänzende Morgensternkugel mit einem Stab dran. Und das ist die stachelig. Und die ist sehr flauschig und cool. So. Dann brauche ich auf jeden Fall nochmal ein paar Gesundheitspäckchen. Können eigentlich unser Geld jetzt fast alles hier rausschmeißen. Von dem Sinne her mache ich die ganz voll. Hier nochmal ein paar große. Was brauche ich denn noch? Zwei große Machttränke zur Not. Ich denke mal, jetzt wird nochmal einiges auf uns zukommen. Kann ich hier meine Verbrauchsgüter verkaufen? Mein Kram. Ja. Dann verkaufen wir jetzt nochmal unseren ganzen Kram hier. Den wir nochmal haben und dann können wir uns mal schön einkaufen. Bin ja gespannt, ob wir uns noch irgendwie Rüstungs oder sowas noch kaufen können. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig jetzt hier am Ende. So. Ich kann jetzt so lange aufnehmen, wie ich möchte, von dem her stört das ja, denke ich mal, keinen. Also ich habe auch gerade Spaß dran und warum nicht. So, was brauche ich denn jetzt nochmal? Kann ich mir noch irgendwas kaufen? Brauche ich noch irgendwie was? Hier Mana-Tränke, kleine Mana-Tränke. Vielleicht auch mal nochmal hier so einen großen. So. Kaufen, warte mal. Zurück. Ich kann mir hier nur... Nee, Waffen... aus, okay. Die kann ich auch irgendwie ausrüsten, aber das check ich noch nicht ganz. Aber das brauche ich ja jetzt auch am Ende nicht mehr. Wirklich. Gut. Ich denke mal, das reicht so. Mehr brauchen wir auch nicht unbedingt. Deswegen würde ich mal sagen, danke für dein Zeug. Wir gehen aber jetzt weiter. Give us a stick, Princess Kenny. You don't want to go down like this, Beth. Die Stadt im Hintergrund. Oh. Princess Kenny. Schön japanisch gehalten. Mit dem schönen... Alles schön flauschig, bunt und süß und... Oh, putzig. Voll japanisch angehaucht mit den Augen und so. Das haben die aber schön gezeichnet. Ich kann dann immer und immer wieder den Zeichen... Oh, das gefällt mir jetzt gerade so geil. Alter, ich fahre ja total drauf ab auf so japanische Themes, dass ich das gerade mega geil finde.
Und ich finde, kann immer sagen, ich finde richtig gut, was die Entwickler da machen. Und auch den Zeichenstil finde ich mega, mega gut, Leute. Oh, hier Prinzessin Kenny muss ich angreifen. Was machen wir denn mal als allererstes? Ich setz mal hier so den Drachenschrei ein. Oh, die Musik ist wirklich so schön. Da macht der Endkampf, wenn das der Endkampf ist, wirklich so viel Spaß. Finde ich ja mega schön. Und das war gerade schlecht von mir. Ich hätte gedrückt halten müssen, ne? Warum habe ich jetzt eigentlich AIDS? Ist das normal, dass man das hat? Ist doch blöd. Mal gucken. Ich denke mal, den Kampf werden wir auch irgendwie schaffen. Wir müssen erstmal seinen Angriff erstmal hier schlechter werden lassen. Und er hat auf jeden Fall, ja, er ist schon angewidert. Ist auch sehr gut. Hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Der ist nicht von schlechten Eltern, Kenny. Der macht auch viel Schaden, das ist nicht gut. Ich mach meine ägyptischen Plagen mal. Aber davor könnte ich mir nochmal einen Stärketrank oder sowas geben, ne? Theoretisch. Habe ich sogar noch. 9 Stück. Krass. Der Hintergrund sieht aber aus, ne? Alles, die ganze Stadt ist am Brennen und... Krass. Aber auch das... Das Lied hier im Hintergrund ist einfach so schön. Herrlich. Jetzt wird es natürlich vermiest, aber... Ist ja nicht so wichtig. So. Jetzt ist es auf jeden Fall... Kommt die Musik wieder zurück? Oh, da ist sie wieder. Geil. Schön. So, jetzt brauche ich Machttrank. Denn jetzt, ja, jetzt blutet Kenny, jetzt ist er angewidert, jetzt brennt er, jetzt verliert er jede Runde auf jeden Fall um einiges mehr an Schaden, wenn er sich nicht unbedingt heilt oder so. War das doch gerade ganz gut, dass ich die Fähigkeit gemacht habe. Eigentlich mit Stan wäre es besser, wenn man, wenn man direkt Stans Schwert nimmt, weil ich glaube, das macht mehr Schaden als die anderen Fähigkeiten. Da habe ich mich gerade verklickt, das war blöd. Oh je. So, nochmal. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich lass mich mal wirbeln. Ah, das war jetzt nicht so gut. Das hätte ich besser machen können. So, Tempotrank. Brauche ich mal. Kann ich zweimal mit meinem Schwert drauf gehen. Jawohl, schaut euch mal an, wie viel Schaden das macht. Das ist mega geil. Boah, 4000 Schaden, leck mich am Arsch. So, sehr gut abgewehrt. Brauche ich Leben, brauche ich Mana. Ich glaube, ich werde mir erstmal ein bisschen Leben geben. MP habe ich ja noch, Mana könnte ich auffüllen, aber brauche ich gerade nicht unbedingt. Werde ich mich jetzt erstmal... Nee, ich mach mal David Schleuder. Ich teile mir ein bisschen Schaden aus. Wir sind ja jetzt Meister. Eigentlich hätte ich nochmal... Wir sind jetzt Level aufgestiegen. Eigentlich hätte ich ja, Dings machen können hier. Nochmal ein Level-Upgrade machen können, aber... Gut, egal. Stan braucht irgendwie keine MP. Fällt mir gerade so auf irgendwo. Weißt du, was ich mal machen könnte? Ich gebe mir auch noch mal ein bisschen Leben. Doch, ich gebe mir noch mal ein bisschen Leben. So, dann darf Saftsack noch einmal angreifen. Was mache ich denn am besten mal? Ich würde mal sagen, Judenjutsu. Kann ich mich noch mal ein bisschen schützen, gleichzeitig. Jawohl. Jetzt geht er nur auf Stan. So. Jetzt werde ich eben nochmal, hier Saftsack nochmal Mana dran geben. Oder heißt er nicht Saftsack? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt denn der? Irgend so ein russischer, irgendwie, weiß nicht, wo sie den Namen mit her haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann teste ich doch mal die Attacke aus. Ey, was ist denn das jetzt hier? Warum verstehe ich die mal nicht? Egal. So. Tempotrank. Ich glaube, der da drunter kann sogar dreimal angreifen, ne? Kann das sein?
Egal, gucke ich gleich mal. Dann irgendwann vielleicht. Kenny ist sogar gleich tot. Also der Kampf geht ja eigentlich, aber ich denke mal, der ist dann noch nicht zu Ende. Also wäre ein bisschen schwach und lächerlich, wenn das so schnell gehen würde. So, sehr schön. Jetzt greift er wieder an. Oh. Fuck off, was macht er jetzt? Okay, das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, weil ich mein Schutzschild hatte. Nice, er ist gleich tot. Jetzt aber. Drauf da. Er ist tot, jawohl. Nice, aber die Musik war schön. Er rennt weg. Nein, Kenny. No, Kenny, don't drink that. Tu es nicht. Was passiert jetzt? Oh. Ah, Nazi-Zombie, Princess Kitty! Fuck! Das ist ein Nazi-Zombie. Und noch ein Kampf? Jetzt aber die schöne Musik weg, ne? This is it, King Douchebag! The final battle! Your buddies stand with you! I will just stand over here. Gut. Die letzte... Der letzte Kampf ist das, Leute. Jetzt geht's um die Wurst. Ägyptischen Plagen, ich brauche euch. Ja, nochmal genauso viele Leben, ne? Oh Gott. Ja, das ist für den Anfang ganz wichtig, dass ich das jetzt mache. Weil er jetzt wieder kassiert. So, sehr schön. Okay, gut. Soll ich Stan jetzt erstmal Leben geben oder soll ich... Soll ich ihnen einen Machttrank geben? Ich gebe ihm mal einen großen Machttrank, wenn schon, denn schon, ne? Wenn man den schon mal hier hat, 3 Stück, dann kann ich das nochmal verteilen. So, voll geheilt. So, dann geh mal ins Offensive rein hier. Stan. Jawohl. Alter, wie stark. Krasser Shit, ich bin beinahe tot mit einem Schlag. Mit einer Technik. Aber es ist der Endkampf halt, ne? Man sieht's auch schon. Er ist nicht von schlechten Eltern, den Kenny hier.